Moin, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid und dass ihr mir zuhören wollt. Ich bin Peter Maywald, komme hier aus dem Wahlkreis, sozusagen Heimspiel für mich. Bin 46 für die, die mich noch nicht so kennen, und seit 1998 bei den Grünen aktiv, politisch aktiv. Warum stehe ich hier? Zunächst mal, es ist mir wichtig, den Schwung aus der Niedersachsenwahl und dem äußerst erfolgreichen Regierungsauftakt hier in Niedersachsen nach Berlin zu tragen. Wir wollen die Regierung von Frau Merkel ablösen, eine Regierung, die nicht regiert, sondern sich von Gerichten und Umfragen vor sich hertreiben lässt. Egal, ob es um Gleichbehandlung unterschiedlicher Lebens- und Familienformen geht oder um die völlig sozial ungerechte Befreiung von Großunternehmen von den Stromnetzentgelten, ob es um Atomausstieg oder Betreuungsgeld geht, Frau Merkel mäandert wie ein norddeutscher Fluss, damit kenne ich mich aus, von einer Position in die nächste, ohne Richtung, ohne Ziel und ohne Führung. Das ist der angeblich so erfolgreiche Politikstil einer Angela Merkel. Erfolgreich ohne Erfolge? Oder fällt jemandem von euch ein politisches Thema ein, bei dem wir am Ende von Frau Merkels Amtszeit, das ja bald kommt, sagen könnten, da ist eine Lösung gefunden? Soziale Spaltung, nicht überwunden, nur geschwärzt. Kinderfreundliche Gesellschaft, Schlingern zwischen Ehegattensplitting und Betreuungsgeld ist für mich auch keine echte Lösung. Internationale Friedenspolitik. Herr Westerwelle eiert über das internationale Parkett und es merkt kaum noch jemand, dass er da überhaupt ist. Diese Liste ließe sich unendlich fortführen. Doch ich komme nun zu meinen beiden Hauptthemen, für die ich gerne mit euch gemeinsam Politik machen würde und die ich auch gerne in die Bundestagsfraktion einbringen würde. Das erste Thema ist zukunftsfähige Mobilität. Mobilität in unserem Land ist nicht wirklich im 21. Jahrhundert angekommen. Altes Denken wabert uns entgegen, von CSU bis SPD. Das ist eben schon mal von Sven Christian angesprochen worden. Große Prestigeprojekte wie Stuttgart 21, A39 oder gerade hier in unserer Region die A20 sollen mit Milliarden gepempert werden. Geld, was wir nicht haben. Stattdessen verrottet das Bestandsnetz unserer Infrastruktur. Ich erinnere an die Autobahnbrücke in Leverkusen, an jetzt aktuell die Nord-Ostsee-Kanalschleusen, aber auch die vielen regionalen und innerörtlichen Straßen und Gleise. Das Bestandsnetz unserer Infrastruktur verrottet. Und in den grün gewaschenen Sonntagsreden von Ramsauer und Merkel wird immer wieder die Verlagerung des Güterverkehrs auf Schiene und Binnenschiff propagiert. Die Praxis ist eine völlig andere. Durch eine völlig falsche Prioritätensetzung bei der Mittelvergabe gerät das absolut ins Stocken. Wir machen Rückschritte in diesem Bereich. Hier braucht es dringend eine Verkehrswende. Hier braucht es endlich einen vernetzten Bundesmobilitätsplan statt eines althergekommenen Bundesverkehrswegebauplanes, was es eigentlich ist. Es geht nur darum, Infrastruktur in die Landschaft zu setzen und nicht darüber nachzudenken, wie Mobilität vernünftig in der Zukunft organisiert werden kann. Und hierzu braucht es, das haben die Koalitionsverhandlungen gerade in Niedersachsen deutlich gezeigt, hierzu braucht es sehr, sehr starke Grüne, meine lieben Freundinnen und Freunde. Das zweite Thema, was ist mit der Energiewende unserer ehemaligen Klimakanzlerin Merkel eigentlich passiert? Gerade heute, nein, morgen, ich habe die Rede eigentlich für morgen vorbereitet, deswegen also morgen erinnern Tausende... Morgen erinnern Tausende von Atomkraftgegnerinnen bei der Umzingelung des AKW Grohnde und anderswo an den sich übermorgen zum zweiten Mal jährenden Supergau in Fukushima und daran, dass der Atomausstieg auch in unserem Land noch immer viel langsamer vonstatten geht, als er technisch möglich und angesichts der Sicherheitsrisiken und der ungeklärten Endlagerfrage ökologisch und politisch notwendig wäre. Herzliche Solidaritätsgrüße schon mal im Voraus an die Umzinglerinnen in Grohnde. Und was tut Frau Merkel mit ihren Getreuen Altmaier und Rösler? Nebenbei, wer solche Getreue hat, braucht er eigentlich Feinde? Ein chinesisches Sprichwort sagt, wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, die anderen bauen Windmühlen. Merkel und Konsorten sind die Mauerbauer. Um den unglaublichen Erfolg
von Jürgens und unserem Energiewendegesetz EEG von unserem Land fernzuhalten. Ich dagegen möchte mit euch gemeinsam Windmühlen, Bürgerwindmühlen bauen, natürlich auch noch mehr Bürgersonnenkraftwerke. Ich möchte gemeinsam mit euch an einem Masterplan erneuerbare Energienerzeugung und Verteilung mitarbeiten in unserem Land. Auch ein Thema, was völlig liegen geblieben ist bei der jetzigen Regierung. Und dabei, das ist ganz wichtig, Julia hat das eben auch angesprochen, dürfen wir die soziale Frage, die Frage nach einer gerechten Lastenverteilung, nicht aus dem Blick verlieren. Energieversorgung ist Daseinsvorsorge. Daseinsvorsorge ist eine zutiefst kommunale und staatliche Aufgabe. Das kann man nicht dem Markt überlassen. Energie muss bezahlbar sein, auch für die, die nicht so viel verdienen. Deshalb setze ich mich auch zum Beispiel im Aufsichtsrat hier bei der EWE für ein Umsteuern in der Tarifstruktur ein. Wir müssen zu einer Lösung kommen, die nicht wie bisher die Stromgroßabnehmer bevorzugt und die Kleinverbraucher zur Kasse bittet. Das haben wir ja schon verschiedentlich gehört, aber es wird dadurch immer wahrer, wenn man es auch immer wieder wiederholt. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, mir ist auch klar, die soziale Frage wird nicht über die Energiewende allein beantwortet. Das kann auch nicht unser Auftrag sein. Was bilden sich Merkel, Rösler und Altmaier eigentlich ein, wenn sie die Armen im Land zum Ausbremsen der Energiewende missbrauchen? Wenn sie ihnen populistisch eine Strompreisbremse versprechen? Sie sind es doch, die in Berlin seit Jahren Mindestlöhne und gerechte Einkommensverteilung blockieren. Deswegen, wir haben keinen Grund als Grüne, wenn wir uns für Energiewende und Klimaschutz einsetzen, wir haben keinen Grund, in die Defensive zu gehen. Das möchte ich mit euch zusammen nach vorne treiben. In der Tat reicht es natürlich bei der Energiewende, Julia hat zu Recht darauf hingewiesen, nicht aus, nur den Strommarkt in den Blick zu nehmen. Da gibt es sehr, sehr viel zu tun und insbesondere die Frage nach unserem eigenen Lebensstil ist da ganz unmittelbar mit verbunden. Wir müssen dieses Land umgestalten, um den Herausforderungen des Postwachstumszeitalters angemessen begegnen zu können. Wie sagt unser Oldenburger Professor und Vordenker Nico Pech immer, Change will come, by design or by disaster. Ich wäre lieber bei den Designern. Konkret kann man da natürlich sehr, sehr viel zu sagen. Es gibt auch viele gute Initiativen bei uns aus dem Landesverband. Weg von der Wachstumsfixierung, Fairtrade als Leitlinie, Agrarwende. Das lässt sich noch sehr, sehr lang fortführen, diese Liste. Aber ich würde lieber, bevor ich gleich die gelbe Karte gezeigt kriege, mit Jürgen Klopp zum Schluss kommen. Auch wenn Jürgen Klopp leider nicht der Trainer von Werder Bremen ist. Das tut mir ein bisschen leid, dass ich ihn trotzdem zitiere. Aber ich tue es trotzdem. Besser geht's immer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus